Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 19.05.2023, damit auch den Verfallstag. Und ja, unsere DAX scheint mal fliegen. Auf jeden Fall hat es die Dame nun auch auf dem Bildschirm erkannt. Der bewegt sich wie erwartet, macht was er soll, macht was er immer macht in solchen Situationen. Wir haben ja gestern ausgiebiger oder ausführlicher darüber gesprochen. Das ist auch momentan wieder bei vielen zu beobachten ist, diese klassischen Fehler, die man eben instinktiv einfach macht. Da muss sich auch keiner schlecht fühlen. Ne? Das bekommt man so in die Wiege gelegt. Da kannst du nichts für. Das ist bei jedem klar. Jeder macht die Fehler. Jeder kriegt hier die Ungeduld. Jeder versucht hier seinen Short zu suchen. Und das ist einfach auch ganz typisch. Da gibt es Leute, die traden schon seit 10 Jahren, seit 15 Jahren manchmal. Die schicken mir dann hier ihre Short-Einstiege und freuen sich drüber, wo ich sage, warum freust du dich jetzt, dass dir 40 Punkte der Short anläuft? Du hättest 300 Punkte auf der Longseite haben können, aber das ist, das, ja, muss jeder seinen Weg finden, wenn man selber profitabel ist und wenn man selber Gewinne auch reinholt, dann ist es vollkommen legitim zu sagen, nein, ich bleibe meinem Setup treu. In dem Moment, wo man aber selber merkt, nee, eigentlich so übers Jahr bleibt nicht viel hängen, oder im schlimmsten Falle, ich mache sogar vielleicht Verlust, dann sollte man vielleicht gucken, ob man sich nicht einfach auch für öffnet. Gerade für die Sachen, die wir hier immer besprechen. Ich meine, man sieht es doch nur schwarz auf weiß. Also mehr Bestätigung kann der Markt nicht geben für das, was erklärt wird. So, und von daher, ich denke, wir brauchen das nicht weiter ausweiten. Wir haben darüber gesprochen, dass der Markt, wenn er hier weiter durchzieht, wenn er Bock hat, oben reingehen kann in die 200. Wir hatten in die 1,20, über 1,20 auch, wir hatten drüber gesprochen, die nächsten Ziele, 2,30 und so weiter, hat er jetzt erreicht, bevor dann die 2,85 wichtig wird. Und ich hatte euch auch vorgestellt, wie ich es handhaben würde, hatte klar gesagt, wenn jetzt hier grüne Stundenkerzen kommen, einfach auf Basis dieses Stundenschluss, den wir über 16,20, 15,89 hatten, nämlich das, was wir die ganzen letzten Wochen immer wieder eingefordert haben für einen Ausbruch nach oben, haben wir immer wieder gesagt, er muss dann Stundenschluss rübersetzen. Und das hat er getan, deswegen hat man gestern gesagt, ich würde jetzt hier, solange grüne Stundenkerzen kommen, dem treu bleiben auf der Long-Seite. Und erst, wenn er eine rote Stundenkerze wirft, erst dann einen Teilverkauf in Erwägung ziehen, um mir einfach anzugucken, wie weit kommt der Rücklauf zurück. Ne? Ich hatte gesagt, dass ich da nicht shorten würde. Ich würde den, trotz dass ich weiß, dass er zurückkommt, würde ich keinen Short suchen wollen. Einfach auf das Risiko hin, dass er vielleicht nicht weit genug kommt oder wie auch immer. Die erste roten Stundenkerze kam bei 208. Ja, also den ersten Stundenschluss mit roter Stundenkerze hatten wir bei 208, 16.208. Ne? Das heißt, kann jeder für sich dann schauen, hat er das gut gemacht? Hätte man es besser machen können? Auch vielleicht mit den Sachen, die ich vorstelle. Das ist, ihr entscheidet über das, was ihr handelt und nicht. Ne? Ich finde es immer schade, wenn die Leute immer zugucken und dann hinterher kommen, ja, hätte ich doch mal. Ne? Aber das höre ich von manchen über Jahre. Man muss es da einfach mal richtig machen, weil das nützt dir nichts. Dann musst du dir halt mal in den Arsch treten. Das kann einem keiner abnehmen. Natürlich kann ich mal eine Peitsche schwingen oder mal ein raues Wort sprechen, aber das muss jeder für sich selber finden. Das muss jeder für sich selber auch entscheiden, auf welcher Seite er stehen möchte. Ja, und das kann aber jeder für sich selber nur am besten selber beurteilen. Okay? Also, Fakt ist, DAX weiter gestiegen, im Trend fortgesetzt, Seitwärtsmuster beendet, Trend fortgesetzt, aufwärts bewegt. Nun haben wir die Besonderheit, dass Freitag ist, und wir haben die Besonderheit, dass die Leute jetzt registriert haben, der Kerl ist ausgebrochen. Und das Beste, was er jetzt eigentlich machen kann, ist wieder stehen zu bleiben. Weil jetzt natürlich ganz viele hier oberhalb von 2,30 bestimmt aufs Allzeithoch traden wollen, um sich zu sagen, komm, die 50 Punkte gebe ich dem mal. Und sie haben aber kein adäquates Stop-Loss-Level. Das heißt, sie werfen ihre Stop-Loss alle in die Range, in die Spanne des letzten Rücklaufs. Und das macht es für den Markt einfach, Stop-Loss abzugrasen, weil wenige hier unten ihre Stop-Loss unter 16,90 werfen werden, wenn sie bei 16,230 Long gehen und aufs Allzeithoch traden wollen. Ja? Und von daher kann das durchaus sein, dass die letzten 50 Punkte hier jetzt ganz schön steinig wären und der da immer mal wieder auch richtig ins Stocken kommt. Ich könnte mir sowas gut vorstellen. Oder er rennt halt wirklich gnadenlos auch gleich direkt durch, weil der Schmerzpunkt momentan sehr, sehr hoch ist. Also wir haben auch
Ich habe es gestern schon erklärt, ne? Wir haben das Sentiment passt gerade ideal. Der hat die Leute so geil vorbereitet, dass hier unten schon so viele Short drinnen saßen und so Short geil gemacht wurden, wie auch immer er das hingekriegt hat. Das erschließt sich mir gar nicht, weil war die ganze Zeit über der 850 und 850 war eigentlich aus technischer Sicht eigentlich eher auf der Long-Seite zu sehen. Trotzdem hat er das hingekriegt, dass hier ganz viele Short drinnen waren oder auch Long abgebrochen haben. Ich hatte euch das gestern erzählt. Und das ist ja immer bloß repräsentativ, wenn ich mir die Leute von 10 Gruppen angucke und in der Gruppe von 10 Leuten sind 8 oder 7 Leute gerade geil auf Short, dann weiß ich, dass es auf 1000 Leute dann auch 700 sind, weil das ist immer gut und das ist repräsentativ. Na, einfach Instinkt, sich anzugucken bei den Leuten. Und der hat die Leute gerade richtig an den Eiern. Der hat die richtig an den Eiern und tut manchen auch hier ordentlich weh. Und ich glaube, die sind noch nicht alle ausgestoppt. Wenn er natürlich nur seitwärts schiebt, dann kann er die sich warm halten, weil die kommen ja erstmal nicht raus. Ne? Die kommen erst wieder raus, wenn er hier unten ist. Ne? Das heißt, er könnte die warm halten, aber er bringt die natürlich auch richtig unter Druck, wenn er einfach jetzt durch ein Allzeithoch durchspringt, weil die gar nicht mehr wissen, wo sollen sie jetzt überhaupt ihren Stop-Loss hinschieben. Und dann fangen die an, Stop-Loss rauszunehmen. Und Stop-Loss rausnehmen ist für den Markt das Geilste, was privaten Trader machen können. Die legen dann ihr ganzes Depot auf den Tisch und das ist natürlich für einen DAX ist das geil. Das ist wie, als gibst du dem jeden Tag so sein Futter in den Fressnapf und in einem Tag sagst du, oh nee, ich halte es nicht mehr aus, ich halte es nicht mehr aus. Jeden Tag das Futter in den Fressnapf. Ich lasse einfach mal den Sack Futter hier stehen. Der wird den ja nicht schon auffressen. Natürlich frisst das Vieh den ganzen Sack auf und wenn es die Hälfte auskotzt, das frisst den ganzen Sack auf und kotzt den Rest daneben. So wird es werden und so macht der DAX das auch. Wenn man ihm die Chance gibt, dann den Depot zu zerstören, er zerstört das. Dann holt sich das. Ne? Vielleicht nicht beim ersten Versuch, nicht beim zweiten, aber beim fünften, spätestens beim zehnten klappt das auf jeden Fall. Ne? Und das ist eine typische Situation für sowas. Ja? Und würde der über das Allzeithoch jetzt rüberrennen, dann würden bei den ganzen Leuten und vielleicht sogar noch bei mehr Leuten, als momentan schon der Fall sind, die Synapsen vollkommen zerreißen in der Birne. Na, die würden dann sagen, boah, das ist doch völlig abnormal, was der hier macht, das ist doch völlig krank, warum steigt der so? Das kann doch gar nicht sein, der muss doch mal fallen. Na, und dann wird er erst richtig warm und zieht gleich noch bis 16.500 oder noch weiter durch. Also das ist auch eine schöne technische Stilmittel, was jetzt hier gespielt werden kann. Ja, aus rein analytischer Sicht. Ja, und deswegen würde ich persönlich würde mir ganz genau angucken, ich würde noch nicht long gehen an einem neuen Hoch bei 2,30. Auch wenn es laut Lehrbuch jetzt ein Long wäre, auf 2,30 long zu gehen, ich würde mir das lieber angucken wollen. Ne? Und dann lieber in einem Rücklauf hier oben irgendwie meinen Long holen, anstatt jetzt mich prozyklisch einzustoppen, weil ich mir vorstellen könnte, dass der zum Freitag sich hier verrennt erstmal. Ne? Dass er sich seitwärts aufschnaubt, weil es, wie gesagt, die einen vielen gibt, die jetzt hier die paar Punkte noch long drin haben wollen, die ihr Futter in die Mitte legen, die short drin sind, die müssen hier unten raus. Das heißt, er könnte nur gewinnen, wenn er hier oben jetzt reinzuckt und wieder zurückspielt und hier sich so noch ein bisschen reinschwingt. Vielleicht ein steigendes Dreieck baut oder sowas. Das wäre für den DAX eine angenehme Situation, ne? Die ihn bereichert. Und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass es so kommt. Ja, ansonsten zieht er durch, ist 285.300 die Stelle überhaupt im Chart. Das ist auch die große Stelle, wo, wenn dann eine rote Tageskerze kommt, man von einem Doppeltop sprechen kann, ne, zusammen mit diesem alten Allzeithoch dort oben. Aber ich persönlich würde jetzt für den Freitag speziell eher erwarten, dass wir entweder uns hier seitwärts verrennen oder durch das Allzeithoch gerade durchspringen und gleich bis 365 oder sowas ziehen. Ja. Also das oder sogar noch weiter, dann das bis zur 94 springen. Ja, über einen Verfall. Das ist hier in der Situation definitiv möglich. Und wenn wir uns auch die Bewegungsspanne vom Donnerstag angucken, müsste er zum Freitag gar nicht mal so viel mehr machen. Ja, kleines Aufwärtsgap über 2,30, dann ist eine 16.500 schon erreichbar. Ja, ich persönlich, wenn ich Long hätte, ja, und zum Beispiel hier Teilverkauf raus, hier unten grüne Stundenkerze wieder rein, oder wie gesagt, mir das jetzt hier wiederhole, würde gegebenenfalls aber trotzdem beim Allzeithoch, wenn er dort eine rote Stundenkerze oder irgendwie Schwäche zeigt, hier ist eine Doppeltop-Gefahr. Das kann man auch nicht wegreden, die ist da und ich muss halt bloß aufpassen, dass ich euch nicht zu geil auf Short mache, weil ich möchte nicht verantwortlich, oder was heißt nicht verantwortlich gemacht werden dafür. Aber ich kann es nicht vertreten, dass Leute in Stärke jetzt hier reinshorten, weil ich ihnen einen Doppeltop zu schmackhaft gemacht habe. Ich würde das Doppeltop nur traden, wenn es denn auch als solches bestätigt wird. Und dafür muss hier mindestens eine rote Tageskerze kommen. Und vorher würde ich auf das Doppeltop noch nicht zu viel spekulieren, weil der Markt halt auch, wie gesagt, viel einfach auch durchspringen kann, weil er viel, viel, viel mehr Stress und Druck auf die Leute aufgeübt kriegt.
und dadurch viel mehr Geld bewegt wird, ne, viel mehr Risiko in den Markt gegeben wird und davon lebt der Markt, davon lebt der Markt. Fressen, fressen und gefressen werden, das ist das, darum gibt es diese ganze Geschichte hier, nur deswegen, damit die ganzen kleinen Leute, die sich nicht zusammenreißen können und die zu wenig Motivation haben, sich selber zu ändern oder noch nicht die richtigen YouTube-Leute getroffen haben, die sie in die richtige Richtung treiben, dass die ihre ganze Kohle verlieren und auf die wenigen umschichten, die das eben richtig gut können. Oder diejenigen, die so viel Kohle haben, dass sie eben andere Leute das machen lassen können, ja, was diejenigen richtig gut können. Nämlich entgegen der Instinkte der privaten Anleger zu traden. Ja? Also, Fakt ist, Doppeltop ist da, aber es ist erst ein Doppeltop, wenn dort Schwäche sich ausbildet und ansonsten durchaus auch einen Durchschuss mit einkalkulieren. Ja? Durchschuss mit einkalkulieren. Das ist soweit die obere Perspektive. Unterhalb kann man sagen, würde eine Ausdehnung dieses Rücklaufs, mal angenommen, der startet direkt schwach ein zum Freitag, direkt schwach und kriegt sich überhaupt nicht gefangen, wäre Rücklaufziel jetzt im Bereich von, naja, kann man schon so sagen, 16,20 bis im Zweifel sogar 15,59, 15,69. Das wäre jetzt auch nochmal eine schöne Zone, um hier nochmal Schwung zu holen, um nochmal aufzusetzen. Aber dafür muss er wirklich Schwäche zeigen, richtig Schwäche. Und dafür passt mir das Stimmungsbild im Markt nicht von den Leuten. Die sind mir zu anfällig gerade. Der hat die richtig getroffen jetzt gerade. Und das ist eher typisch für, ich blase da nochmal richtig ins Horn. Na, also von und das kann er seitwärts und dann Montag oben raus oder Dienstag oben raus, völlig egal, ne? Oder er drückt sich direkt noch. Das für meinen Geschmack wird das besser reinpassen momentan. Ja. Ja, Freunde, machen wir aus. Ich denke, ich habe euch gut vorbereitet, auch die letzten Tage. Ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg und geht nicht zu kritisch mit euch selber um, ne? Gerade wenn ihr instinktiv gehandelt habt. Aber nehmt euch vor, es besser zu machen in der Zukunft, sonst wird es nicht besser. Von alleine wird es nicht besser, der Markt wird sich nicht ändern, der wird immer so bleiben, der wird immer unrealistisch und ungreifbar und vor allen Dingen auch, wie sagt man, ein Markt ist nicht, wie sagt man, rational. Märkte sind nicht rational, das ist das Schlagwort, ne? Und das wird immer so bleiben. Ja, damit muss man sich abfinden, das muss man akzeptieren und so hinnehmen und dann das Beste draus machen. Ja, gut, ich mache aus.